Wenn mich einer fragen würde, was die Swing to Sleep bei uns verändert hat, kann ich sagen, so einiges. Wo fange ich an? Swing to sleep makes you sleep so deep. Takes your little baby to the stars. Swing to sleep makes you feel so free. Try and you'll see. Was man ganz klar sagen kann, ist, dass unsere Rücken geschont werden. Ich habe Bandscheibenprobleme und empfand das Hüpfen auf dem Ball nach längerer Zeit echt als Qual. Und das ständige Laufen durch die Wohnung, um die Kleine in den Schlaf zu bringen, das fällt eigentlich ebenfalls weg. Keine nächtlichen Plattfüße mehr, würde ich sagen. Naja, und unsere Kleine zetert und schreit sich auch oft in den Schlaf. Es ist natürlich wirklich Schonung für meine Ohren durch das Swing to Sleep. Wunderbar. Man kann auch sagen, dass wir als Eltern jetzt einfach mehr Schlaf haben, da ja dieses lange Einschuckeln der Kleinen einfach wegfällt bzw. verkürzt wird. Und ja, je fitter die Eltern, desto mehr Zeit hat man eben auch für das wache Kind und ist fitter für das wache Kind. Völlig cool. Ich stand zu einem Gerät anfangs auch sehr skeptisch gegenüber, doch als mein Körper ja durch dieses lange Ballhüpfen und das ständige Laufen durch die Wohnung nicht mehr so richtig wollte, da habe ich mich auf diesen Versuch eingelassen und kann sagen, es hat sich absolut gelohnt. Eine wirklich tolle Erfindung und ich kann das Swing to Sleep wirklich nur jedem empfehlen, der seinem Kind und sich selbst was Gutes tun möchte. So, jetzt lege ich unsere kleine Jule, die ist jetzt 3 Monate alt, in die Swing to Sleep. So, jetzt stelle ich auf ihre Lieblingsstufe. Ja, was hat sich geändert, seit wir die Swing to Sleep im Einsatz haben? Die ist sofort ruhig und beruhigt sich. Ich habe dann die Möglichkeit, Zeitung zu lesen oder kann das Haus aufräumen. Ich setze mich meistens auch einfach daneben und gucke ihr zu. Dann sieht sie mich, ich sehe sie. Ich kann in Ruhe Zeitung lesen und sie beruhigt sich. Die Swing to Sleep ist so 2 bis 3 Stunden täglich im Einsatz, eigentlich jeden Tag. Wir hatten sie auch schon bei unserer ersten Tochter im Einsatz. Das war ein Schreikind und die hat Wunder bewirkt, weil wir konnten auch mal in Ruhe mal 1 Stunde schlafen, weil die Swing to Sleep hat sie direkt beruhigt. Und da waren wir echt verwundert. Damit hatte ich auch nicht gerechnet. Und wir hatten die auch schon weiterverliehen im Freundeskreis. Und die haben auch das uns das auch gespiegelt, wie schön das ist. Ja, sie freut sich. Macht sie oft. Das kann jetzt 2, 3 Stunden so gehen. Dabei wird sie jetzt gleich einschlafen. Und ich habe ein bisschen Zeit, um mit meiner Frau was zu tun. Ja, Jule, das ist toll, ne? Hallo, ich muss euch unbedingt was zeigen. Und zwar hier diese Baby-Hängematte. Die ist der absolute Traum. Ich hätte es nicht geglaubt, aber die ist tatsächlich unsere absolute Geheimwaffe. Also die ist unglaublich. Und dann legen wir Gretchen hier rein und es wirkt. Also sie fängt direkt an zu entspannen, sie hört auf zu weinen, sie liegt da mit offenen Augen drin und schaut. Und wenn sie richtig runtergekommen ist, dann fallen die Augen sogar zu. Und wenn ich dich nicht hätte, Sphinctus lieb, dann wüsste ich auch nicht, was ich machen sollte. Das ist die einzige Rettung, wenn man mit 3 Kindern alleine zu Hause ist und der Mann immer noch am Arbeiten ist. Dank der Swing to Sleep haben wir auch mal ein bisschen Zeit zu zweit. Unsere 2 Mäuse lieben dieses Swing to Sleep. Das ist eine ganz große Hilfe für Zwillingseltern, auch vor allem der Zwillingsbügel.